Herzlich willkommen, liebes Publikum. Und natürlich herzlich willkommen, liebe Elke Schmitter, zur dritten Ausgabe von UM Politik Talks hier im Unternehmen Mitte. Dass wir den Pazifismus als Thema dieses Abends gewählt haben, ist natürlich tragischerweise irgendwie auch ein Kind unserer Zeit. Und der völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine, verübt von Russland, sitzt natürlich tief als Schock und lädt natürlich eine Auseinandersetzung mit dem Thema des Pazifismus natürlich emotional sehr auf und färbt diese Debatte eben auch gerade sehr ein. Auf politischer Ebene kann man sagen, haben wir in Europa eine kollektive Zeitenwende eingeläutet, die auch selbstdiagnostiziert so stattfindet. Und ja, der Krieg als Ausdruck politischen Interesses ist irgendwie wieder salonfähig geworden und zurückgekehrt in unsere Realität. Und natürlich ist eine Auseinandersetzung mit dem Pazifismus heute nicht möglich, ohne die Bilder und Nachrichten der letzten Wochen irgendwie im Hinterkopf auch irgendwie mitzudenken. Deswegen wird das auch heute Abend natürlich mit Teil der Debatte sein. Die Veranstaltung ist auch ein Versuch, in der Auseinandersetzung mit dem Thema des Pazifismus einen Umgang mit dieser kriegerischen Realität, die jetzt in Europa herrscht, zu finden. Einen Umgang mit einer Sache, mit der man ja eigentlich gar keinen Umgang finden kann. Das SRF hat vor einigen Wochen eine Sendung zu diesem Thema auch als Reaktion auf die Situation in der Ukraine gesendet. Die Sternstunde Philosophie mit dem Titel Give Peace a Chance, aber wie? Und dort war zu Gast Elke Schmitter, die heute bei uns ist. Und wir hier im Unternehmen Mitte, wir haben uns das angeschaut und wir haben gedacht, da ist doch noch so viel Potenzial, da müsste man doch noch so viel mehr drüber reden, müssten diese Botschaft doch einfach weitertragen. Und dann haben wir gedacht, wir müssen Elke Schmitter unbedingt hierher einladen. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und ich möchte zu Anfang einfach fragen, vielleicht aus Ihrer Perspektive, was ist in diesem Gespräch irgendwie nicht zum Tragen gekommen oder ist dort etwas nicht zum Tragen gekommen, was in einer Auseinandersetzung mit diesem Thema irgendwie Sprache verdient hätte? Also bei einem Gespräch kommt ja immer unendlich viel nicht zur Sprache. In dem Fall war es so, dass wir uns nicht darüber verständigt haben, was das Thema bei jedem auslöst, was ich einen guten Anfang finden würde, weil ich glaube, dass wenn wir über Krieg sprechen, dann sprechen wir ja immer als ganzer Mensch. Und es ist tatsächlich immer auch die Frage, was haben wir zuletzt gesehen, womit haben wir uns zuletzt beschäftigt? Haben wir Verwandte, Bekannte, sind wir damit irgendwie verbunden auf so einer empirischen Ebene? Und die zweite Frage, die ja viel komplizierter ist, aber vielleicht sogar wesentlicher, was stößt das bei uns an? Weil bei jedem Foto, was wir sehen, ich gehe jetzt mal eher auf die Bildebene, weil ich glaube, dass die am meisten Einfluss auf das Gefühlsleben hat, weil es so unmittelbar ist, werden ja bei allen Menschen Regungen angestoßen, Fantasien. Und man geht ja, um Hartmut Rosa zu zitieren, in den letzten Gast, in Resonanz. Und dann ist natürlich die Frage zum Beispiel, welche Resonanzen bauen sich da auf? Sie haben ja, ich habe es gesehen, dass Sie auf Ihrer Facebook-Seite auch einen kleinen Blog angefangen haben. Können Sie uns vielleicht ein bisschen mitnehmen in die Gedanken, die Sie in den letzten Wochen irgendwie hatten? Was hat es bei Ihnen ausgelöst? Na, das fing eigentlich damit an, dass ich vor 2 Jahren 4, 5 Monate in St. Petersburg verbracht habe und in Vorbereitung darauf einen kleinen Russischkurs in Odessa gemacht habe. Und das konnte man damals schon als politische Taktlosigkeit verstehen, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls war die Schule für das Russische in der Innenstadt von Odessa ein absolut guter Ort. Also die Leute waren sehr verbunden mit der russischen Kultur und wollten das auch weitertragen. Und gleichzeitig war diese Woche, die ich da verbracht habe, für mich eine der eindrücklichsten Erfahrungen in Osteuropa, die ich je hatte. Ich bin relativ viel da gewesen, allerdings
eher kurz. Ich spreche auch keine dieser Sprachen, leider. Aber ich habe fast alle Länder oder viele Länder aus dem ehemaligen Balkan und den sozusagen entlassenen Nationen aus dem sowjetischen Imperium besucht. Und ich muss sagen, ich bin nie so niedergedrückt wieder weggefahren wie nach dieser Woche in Odessa und hatte das Gefühl, das ist wirklich ein Fail State. Und sagen wir mal, zwei auf der anschaulichen Ebene zwei Beispiele zu nehmen. Unsere Vermieterin wollte gerne, dass wir bar bezahlen. Und als wir fragten, warum, hat sie gesagt, na, sie kann das Geld nur in 50 Euro oder Dollar Tranchen abholen bei der Bank, jeweils pro Tag, und muss aber dafür dann jeweils 17 oder 20 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen. Das war also sozusagen der offene Raub, ja. Und wir sind mit so Linienbussen in die Stadt gefahren, also so Elektrobusse, und der Fahrer am Steuer hatte Hände wie ein Maulwurf, riesige Handschuhe, weil der alle 200 Meter musste der sozusagen aussteigen und die Leitung richten. Und dann setzte der sich wieder hin. Und es saßen lauter blicklose, total deprimierte Leute, so ging's mir atmosphärisch, in diesen Bussen. Alle sahen überarbeitet und zersorgt aus. Und die einzigen Häuser, wo man nicht das Gefühl hatte, die fallen sofort zusammen, wenn man auch nur mit der Fingerspitze dran tippt, wie in Ost-Berlin 1988, waren Banken, Kirchen und Hotels und Gucci-Stores. So. Und die Innenstadt bestand im Grunde aus diesen wunderbaren alten sowjetischen Luna-Park-Anlagen. Also ich weiß nicht, ob Sie davon ein Bild haben, aber es gibt sozusagen in Osteuropa eine andere Parkarchitektur, ein anderes öffentliches Leben als in Westeuropa. Da gibt es so Vergnügungsparks, die wirklich dafür gemacht sind, dass die Werktätigen sich da aufhalten können. Eine sehr, sehr menschenfreundliche, schöne Einrichtung. Und es gab unendlich viele Leute, die gebettelt haben. Und gleichzeitig habe ich nie so nirgends, nicht im Kosovo, nicht in Moldawien, wo es auch schrecklich war, ich habe nirgends so viele dicke Autos gesehen. Ich glaube, die heißen Hummer oder SUVs. Also im Grunde gepanzerte schwarze Autos mit dunklen Scheiben. Und drei Männer ohne Nacken stehen so davor und bewachen diese Gucci-Shops. Das war wirklich deprimierend. Und dann kam dieser Angriff am 24. Und ich muss sagen, ich hatte quasi meine allererste Fantasie war, man kann doch den Schlüssel übergeben, schlimmer kann es doch nicht kommen. Also im Grunde so eine Art Treuhandfantasie. Ja, also so was, also der, das ist so, das ist ein Staatswesen oder ein Gemeinwesen, das ist so abgerockt. Wer gibt dafür irgendetwas? Und dann, das war mein, wenn man so will, ausgehend nur von dieser partikularen persönlichen Erfahrung. Und dann ging's los mit dem kriegerischen Geschehen, was wir alle hier vor uns haben. Und dann kamen die sozusagen diversen Stimmungswellen auf uns zu. Aber das war der Ausgangspunkt meines Wunderns. Ja. So. Ich finde es sehr spannend, weil was Sie ja beschreiben, ist eigentlich auch eine Gesellschaft, die sehr gewaltvolle Strukturen erschaffen hat, untereinander, innerhalb, also die Ungleichheiten, ökonomischen Ungleichheiten. Da würde ich gerne später drauf kommen. Ich möchte jetzt einmal noch ganz kurz zu Anfang ein bisschen biografisch fragen. Ich glaube, was ich gerade erlebe, ist ja, dass ich konfrontiert werde mit einem Thema Krieg, was ich so nicht kenne. Es ist natürlich auch naiv zu glauben, dass wir irgendwie keinen Krieg hatten vorher, aber zumindest in Europa. Und ich glaube, dass ja ein Nachdenken über Krieg und Pazifismus, der hat immer irgendeinen Auslöser, oder? Und wir sitzen ja jetzt hier irgendwie auch als Repräsentanten unterschiedlicher Generationen. Gab es bei Ihnen ein kriegerisches Erlebnis, was Ihr Nachdenken über dieses Thema ausgelöst hat? Oder wann ging das los? Na, ich glaube schon, dass das sehr stark damit zu tun hat, in welcher Nation man aufwächst und welche Geschichte die hat. Und ich muss sagen, dass ich immer, wenn ich in der Schweiz bin, mich diese Heilheit von allem sehr tief berührt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Dass
Ja, das, also, das ist alles mit, wie soll ich sagen, viel Geld gebaut. Und vielleicht kann man auch sagen, es gibt so eine Art Tresorpazifismus in der Schweiz. Und so. Also, aber wenn man ankommt, ich bin wieder bei der Anschauung. Also wenn man von einem Land wie ich kommt, was Zerstörung verantwortet, Zerstörung erlebt hat, wie ganz viele Länder in Europa. Und man kommt hierher, man sieht es, man spürt es. Man spürt, dass hier sehr lange kein Krieg war. Und das, es gibt in der neueren Psychoanalyse einen Begriff, den ich sehr, sehr hilfreich finde, der heißt Matrix. Und Matrix bedeutet das Feld von Beziehungen, in denen wir stehen, mit allem, was dazugehört. Also symbolische Bedeutungen, Erfahrungen. Das ist, wenn man so will, ein nicht materieller Begriff für das, was uns als Individuen trägt. Nämlich das ganze Beziehungsfeld, das ganze Bedeutungsfeld. Und dazu gehören auch die Erfahrungen der vorhergehenden Generationen. Und ich komme das ist statistisch eher ungewöhnlich, aus einer Familie, wo beide Großväter nicht im Krieg waren, und zwar in beiden nicht. Und mein Vater war im Krieg und hat bezeichnenderweise nie darüber gesprochen oder nur in dieser Weise, wie Familienväter das getan haben oft, nämlich im anekdotisch beruhigenden Sinne. Also es gab sozusagen ganz kleine Geschichten, die waren wie abgepackt, so wie so kleine Pralinen, die man so einwickelt, extra in Papier. Ja. Und es war so ein bisschen so eine Art Nummernrevue. Und die hatte, glaube ich, den Sinn, die vier Kinder einerseits nicht im Unklaren darüber zu lassen, dass es Krieg gegeben hat, und das andererseits aber irgendwie digestible zu machen, irgendwie verdaulich. Und es ist sicher kein Wunder, dass die erste wirkliche Auseinandersetzung, glaube ich, mit dem Nationalsozialismus in ganz breiten Ebenen kam durch die Fernsehserie Holocaust, an die sich manche hier vielleicht erinnern oder die, von der sie als Legende gehört haben. Da hat Meryl Streep eine Frau in einer jüdischen Familie gespielt, die der Vernichtung entgegensieht. Und das war eine amerikanische Serie. Und das hat so eine Überschwemmung von Gefühlen der Anteilnahme mit sich gebracht. Dann gab es die Wehrmachtsausstellung. Das war im Grunde genommen the dark side of the moon, weil dann mussten sich unendlich viele Nachkriegskinder, so wie ich auch, mit der Frage auseinandersetzen, ja, mein Vater war nur bei der Wehrmacht, aber was hat denn das eigentlich bedeutet? Und auch die Wehrmacht war in Kriegsverbrechen nicht nur verwickelt, sondern hat sie systematisch auch betrieben in einzelnen Abteilungen. Also das heißt, es gab so Wellen. Aber diese Wellen setzten erst ein 30, 40, 50 Jahre nach dem Geschehen. Und das ist keine besondere historische Drückebergerei der Deutschen, sondern ist im Grunde typisch für diese Art von Vergangenheitsnichtaufarbeitung. Das wird erstmal sozusagen gelagert und dann findet man irgendwelche Formen der Auseinandersetzung. Und Pazifismus und Sie ganz persönlich, können Sie sich an irgendwas erinnern? Also ja, ich kann mich erinnern an diese, ich komme aus Krefeld und es gab den Krefelder Appell. Das war so eine friedensbewegte Angelegenheit, da ging es um die Nachrüstung. Das war sozusagen die große Frage in der Bundesrepublik, wird es eine Nachrüstung geben? Und die Friedensbewegung damals hat in Ostermärschen, so wie der nächste jetzt auch kommt, in ein paar Tagen, immer darauf gedrungen, dass Deutschland nicht nachrüstet. Und das wurde natürlich mit der deutschen Schuld begründet. Und auf so einer Demonstration war ich auch. Das war ziemlich eindrucksvoll. Sehr breit. Und es hatte aber natürlich etwas Abstraktes, muss man auch sagen. Also es ist nicht zu vergleichen mit heute. Mhm. Ja, ich würde jetzt gerne einmal ein bisschen theoretischer werden, zwischenzeitlich. Und ich möchte vielleicht ein bisschen beschreiben, was ich auch die letzten Wochen in der Vorbereitung auf dieses Podium gemacht habe.
Und ich glaube, mir ist irgendwie was passiert, was glaube ich recht typisch ist, wenn man anfängt, über ein Thema nachzudenken. Ich habe angefangen zu lesen und zu recherchieren und ich hatte so vorgefertigte Meinungsbilder und Begriffe, die irgendwas für mich bedeutet haben, die ich mir irgendwann mal angeeignet habe. Und dann fängt man an, sich theoretisch differenzierter auseinanderzusetzen und auf einmal verlieren diese ganzen Begriffe irgendwie so ihre Selbstverständlichkeit. Sie sind mir eigentlich wie unter meiner Hand zerfleddert und mir sind immer mehr Fragen gekommen, eigentlich überhaupt gar keine Antworten. Und ich glaube, so sitze ich auch heute hier. Ich habe eigentlich mehr Fragen, als ich angefangen habe. Und in diesem ganzen Begriffswirrwarr bin ich irgendwie immer wieder dazu zurückgekehrt, mir zu überlegen, ja, okay, um was geht es eigentlich? Also was ist eigentlich die Kernelemente? Also was steht denn eigentlich im Zentrum? Und da ist irgendwie die Frage, zu der ich immer wieder zurückgekommen bin, war irgendwie so, was ist eigentlich Gewalt? Was ist eigentlich kriegerische Gewalt? Gibt es eigentlich irgendeine graduelle Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Gewaltformen und wie können wir die feststellen? Dann irgendwie auch, was ist Frieden? Das ist irgendwie das andere. Und dann die Beziehungen zwischen diesen beiden Polen. Also irgendwie, wie stehen die zueinander? Sind das Korrelate und so weiter? Und wir hatten ja auch E-Mail-Verkehr vorher und ich hatte Ihnen ja geschrieben, dass mir Walter Benjamin aufgefallen ist. Ich habe einen Text zur Hand genommen und da bin ich auf was gestoßen, was ich irgendwie als Geste irgendwie mit hierher bringen wollte in diesen Abend. Walter Benjamin hat einen Text geschrieben, 1921, also ziemlich genau vor 100 Jahren, der heißt Zur Kritik der Gewalt. Und das ist, muss man vielleicht hier sagen, das ist kein pazifistischer Text, das ist kein Grundlagentext des Pazifismus. Aber er macht dort etwas, was ich irgendwie als Geste sehr spannend fand, dass er nämlich sagt, dass wenn man sich mit einem Thema wie der Gewalt oder mit kriegerischer Gewalt auseinandersetzt, vielleicht mal außen vor lassen sollte, die ganzen Ergebnisse und Konsequenzen und Eventualitäten, was würde passieren, wenn nicht und was würde passieren, wenn wir das tun, sondern einmal kurz zu verweilen bei der Gewalt an sich und sich die inhärenten Qualitäten dieses Themas vor Augen zu führen. Und ja, ich fand irgendwie, das hat mir irgendwie so diesen Mut gegeben, irgendwie diese Fragen so auch beizubehalten und nicht immer so weiterzugehen. Und weil dann verliert man sich, glaube ich, auch innerhalb des Pazifismus sehr schnell in ganz unterschiedlichen Positionen. Also es gibt ja dann Antikriegspazifismus, Nuklearpazifismus und so weiter. Es gibt dann unendlich viele Positionen, aber eigentlich, ja, würde ich gerne eigentlich einfach mal theoretisch naiv anfangen und fragen, was ist eigentlich Gewalt und was ist kriegerische Gewalt? Also was passiert, wenn Krieg ausbricht? Naja, bei Pazifismus würde ich sagen, da beschränken wir uns auf die physische Gewalt, oder das wäre die Abgrenzung und nicht strukturelle Gewalt oder psychologische Gewalt oder so. Das ist das eine. Und das zweite, also eine Definition, die mir eingeleuchtet hat, immer war, dass Krieg bedeutet, dass es organisierte Gewalt zwischen Staaten gibt oder zwischen Großgruppen, bei denen die einzelnen Teilnehmer nicht unbedingt eine persönliche Motivation brauchen. Also das hat sozusagen einen Organisationsgrad, der unabhängig davon ist, ob die Einzelnen an das Projekt glauben. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Dann nennen wir das Krieg. Und sonst ist es eine spontane Erhebung oder irgendwas anderes, aber das ist Krieg. Es gibt Soldaten und diese Soldaten sind verpflichtet oder verpflichten sich freiwillig, aber sie brauchen keine intrinsische eigene Motivation. Das Problem mit der Gewalt ist aber, dass die Gewalt selber eine Dynamik entwickelt, die von dem ursprünglichen Zweck abführt. Auch das kann man inzwischen, also das ist belegt sozusagen. Früher war es eher literarisch belegt, inzwischen ist es neurophysiologisch belegt und empirisch, psychologisch durch ganz viele Studien, dass Gewaltausübung selbst bedeutet erstmal, dass man ein Tabu überwinden muss, was tatsächlich den Menschen inhärent ist. Das ist da. Also Töten ist in allen Gesellschaften tabuisiert. Das heißt, der Soldat muss das erstmal ablegen. Dazu muss er gebracht werden. Dafür gibt es Techniken der Unterwerfung, der Freisetzung des Gewissens. Und dann aber hat die Gewaltausübung selbst Rückkopplungen im psychischen Geschehen und im Gruppengeschehen, die dafür sorgen, dass es immer bestialischer wird. Und das ist ja auch das, was wir im Moment beobachten können. Also es ist eben ja kein Krieg, wie den die Kinder früher mit den Zinnsoldaten aufgestellt haben, so
Napoleon zieht los und dann gibt es hier eine Armee und da eine Armee. Das ist nicht der Fall. Sondern es finden sehr, sehr schnell Übergriffe auf Zivilisten statt und es gibt sehr, sehr schnell eine Eigendynamik der Gewalt, der sich dann die Einzelnen, egal aus welchem Grund sie in den Krieg gezogen sind, auch nicht mehr entziehen können. Und das heißt, ich glaube, wenn wir sagen, Frieden oder Krieg, müssen wir berücksichtigen, dass Krieg etwas Prozesshaftes ist, was sich verändert. Und wenn, darf ich das nur, also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dass in den der ersten Kriegswoche gab es Videos, die sind viral gegangen, weil die was Komisches und was Erleichterndes hatten, von vollkommen verwirrten russischen Soldaten ohne Peilung, die nicht wussten, wo sie sind, und die von ukrainischen Mütterchen, Tanten quasi ausgeschimpft wurden, Junge, geh nach Hause, du hast hier nichts verloren, und tatsächlich dann wieder sich quasi getrollt haben. Ja. Es gab Szenen, wo Panzer in kleine Städte vordringen wollten und die Bewohner sind rausgegangen und haben sich quasi nackt im Sinne von unbewaffnet vor diese Panzer gestellt und die sind tatsächlich nach längeren Verhandlungen wieder zurückgefahren. Das bedeutet ja, es gab auf beiden Seiten in diesen ersten Kriegstagen ein enormes Vertrauen. Weil die ukrainischen Zivilisten, die rausgegangen sind und sich unbewaffnet vor diesen Panzer gestellt haben und versucht haben, den quasi zurückzudrängen und aufzuhalten, waren ja überzeugt davon, dass ihnen nichts passiert. Es wurde auch über Handy gefilmt, sonst wäre es ja nicht viral gegangen. Und die Soldaten, die ausgestiegen sind, um quasi zu verhandeln, die waren offensichtlich verwirrt, hatten aber ja auch das Vertrauen, dass sie jetzt nicht in den Hinterhalt gelockt werden. Und das war eine ganz, ganz andere Situation als eine Woche später. Das bedeutet, es gibt sozusagen eine Eskalation, die ist nicht zufällig. Die war dann auch natürlich durch die Strategie Putins, das weiß man auch. Also die ersten Soldaten haben wirklich nicht genau gewusst, was sie da wollen und warum sie überhaupt da sind. Das waren junge Rekruten. Nur die sind nach 3 Wochen auch nicht mehr die sie 3 Wochen vorher waren. Die haben 3 Wochen im Panzer gesessen, gefroren, haben Nahrung von 2015 bekommen, also seit 7 Jahren abgelaufen, und sind ihrerseits gefangen und traumatisiert und hochgewaltbereit und haben andere Erfahrungen gemacht. Aber in diesen ersten Tagen war es eine andere Begegnung. Und das war praktisch schon Krieg, und auf eine andere Weise war es noch nicht der Krieg, den wir jetzt haben. Ja, ich finde Krieg als was Prozesshaftes, ich finde es deswegen so spannend, weil Sie haben ja die Bilder angesprochen, die gesendet werden, dass Krieg was Prozesshaftes hat. Aber die Bilder, die wir sehen, sehen ja enorm ähnlich aus wie die Bilder, die wir von Kriegen von vor 50, 60 Jahren kennen. Also die Ästhetik des Krieges ist, also ich finde es sehr spannend, es gibt ja mehrere Medienhäuser, die auch irgendwie so Grafiken zeigen von den Truppenbewegungen und so. Der Spiegel hat das ja auch. Und das sieht ja genau gleich aus wie wie in einem Geschichtsbuch. Und ich frage mich eigentlich, also wo ist der Fortschritt? Also ich habe mir vieles vorstellen können, also einen Cyberkrieg und einen Wirtschaftskrieg und einen Währungskrieg und alles, aber einen Krieg, wo die Artillerie rollt und die Panzer rollen und die Luftwaffe fliegt, das habe ich mir wirklich nicht vorstellen können. Also ich glaube, also haben wir uns irgendwie eine Illusion hingegeben die letzten 50 Jahre oder... Also ja, ich glaube, dass wir diese Verwunderung oder dieses Entsetzen alle teilen. Also dass diese Art von archaischer Materialschlacht, dass man tatsächlich denkt, die Bilder kenne ich doch, die kenne ich aus dem Zweiten Weltkrieg, zum Teil aus dem Ersten, dass diese Masse Material, die da einfährt, um anderes Material zu vernichten, tatsächlich etwas Archaisches hat und einen so quasi zurückbombt, ja, in frühere Kriege. Die anderen Kriege, die Sie angesprochen haben, finden ja trotzdem statt. Also ja. Es gibt ja parallel den Cyberkrieg, es gibt den Krieg, der in den sozialen Netzwerken ausgetragen wird, über die Frage, ja. Genau, waren es am Ende die, wie war jetzt die letzte,
das letzte Angebot war, glaube ich, dass es britische Soldaten waren, die das letzte Massaker verursacht haben, wenn es nicht die Ukrainer selber waren und so. Das findet ja trotzdem parallel auch statt. Und es gibt natürlich den Wirtschaftskrieg. Mhm. Aber das ist richtig, ja. Wir haben, kaum jemand hat das, nicht niemand, aber kaum jemand hat das kommen sehen. Ich muss allerdings auch sagen, habe mich dann noch mal erinnert an mein Befremden bei Besuchen im Baltikum oder in Moldawien oder wie die Leute beispielsweise in den Himmel geguckt haben und das als Provokation empfunden haben, wenn ein russisches Flugzeug sozusagen mal ebenso drüber geflogen ist und wie die das interpretiert haben in Litauen. Und die haben gesagt, die zeigen uns was. Und da bin ich schon immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden, wie ja, verhältnismäßig naiv nicht russische Nachbarn mit diesen Phänomenen umgegangen sind. Mhm. Ja. Ich glaube, wir können jetzt, glaube ich, mal kurz wechseln und dann uns dem Pazifismus auch als ideengeschichtliches Phänomen zuwenden. Ich frage mich irgendwie, okay, es gibt eine Denkform, die stellt irgendwie das friedliche Handeln und das friedliche Denken irgendwie in den Mittelpunkt ihres Denkens. Und ja, also ich bin sehr verwirrt bei diesen unterschiedlichen Definitionen und ich frage mich, positionieren Sie sich in diesem ideengeschichtlichen Konstrukt oder ist Ihnen das eigentlich ein bisschen egal und haben Sie so ein bisschen Ihre eigene Form damit gefunden, auch in der Abgrenzung? Ja, also nicht aus Disrespect so vor all dem, was es gegeben hat, aber weil ich glaube, dass das sind am Ende fluide Fragen. Was verstehen wir eben unter Frieden oder was verstehen wir unter Pazifismus? Und ich denke, die Beispiele, die mir einfallen für gelingenden Pazifismus, dann nehmen wir Gandhi und nehmen wir Martin Luther King. Also große Bewegungen, die pazifistisch waren und etwas erreicht haben. Die gingen ja in einem bestimmten Rahmen vonstatten. Und der Rahmen hatte etwas damit zu tun, dass der Aggressor erreichbar war und auch moralisch erreichbar war. Weil es eine Verfassung gab, die eigentlich Diskriminierung oder Gewalt Verbot. Sodass das Prinzip des Beshaming funktionieren konnte. Also es war möglich, Bilder zu produzieren, die heißen, wir tun nichts, wir sind ganz still, wir sind ganz friedlich und die Welt sieht zu, wie wir zusammengeschlagen werden. Und die letzte Variante dieses Pazifismus ist in Belarus zu sehen, wo es erstaunlicherweise, muss man sagen, eben ja nicht zu einem Bürgerkrieg gekommen ist. Es ist eine sehr von weiblichen Protagonistinnen geführte innere Revolution, die da vonstatten ging. Sie haben wahrscheinlich auch diese Bilder noch im Kopf, wie weiß gekleidete Frauen. Auch das war für uns im Westen sozusagen schwer zu deuten. Was sind das eigentlich für Metaphern, die da aufgeführt werden? Also weiß gekleidete Frauen, die hochgerüsteten Polizisten oder paramilitärischen Kräften Blumen überreichen. Und die Opposition in Belarus war die zivilisierteste, quasi bukolischste Veranstaltung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und sie haben es durchgehalten, sie halten es bis heute durch. Zu sagen, wir üben keine Gewalt aus. Das ist ein ganz großes zivilisatorisches Kunstwerk, was unendlich anrührt. Es hat bisher nicht zum Erfolg geführt, wie man weiß. Lukaschenko steht neben Putin und sieht, finde ich, stark verunsichert aus, aber hält sich. Und die beiden halten sich ja auch gegenseitig aneinander fest. Aber der moralische Rahmen ist gegeben und stimmt. Hm. Ja, das erinnert mich an, was Hannah Arendt über die europäischen Juden im Dritten Reich sagt, dass sie eigentlich sagt, das Problem war nicht, dass sie unterdrückt wurden, sondern dass es niemanden mehr gab, der sie unterdrücken wollte, weil in einem Unterdrückungsverhältnis immer noch sozusagen eine Beziehung besteht, gegen die man auch dann sich auflehnen kann und man auch eine moralische Verantwortung irgendwo
noch einbauen kann. Und jetzt sehen wir es ja auch, also wenn das Gegenüber sozusagen vollkommen moralisch verwahrlost ist, dann richtet der Pazifismus nichts mehr aus, weil das, was ihn stark macht, ist die moralische Kraft und die moralische Kraft braucht ein Gegenüber. Und wenn es dieses Gegenüber nicht gibt, dann funktioniert es nicht. Mhm. Und dann sind wir bei einer düsteren Analyse dieses Abends. Also ich glaube, das ist ja eine schwierige Analyse, oder? Wenn es dieses Gegenüber nicht mehr gibt, dann... Ja, also wenn Sie was Optimistischeres im Angebot haben... Nein, ich frage mich einfach, wir haben... Also 1989 hat die Schweiz darüber abgestimmt, ihre Armee abzuschaffen. Wir hatten große Friedensbewegungen und wir haben jetzt eine selbstdiagnostizierte Zeitenwende. Wir haben einen Sonderetat von 100 Milliarden. In der Bundesrepublik, oder? In der Bundesrepublik. Hier sind es 2 Milliarden in der Schweiz. Ist eine andere Größe. Das ist verrührend. Wir haben die von Ihnen angesprochenen Ostermärsche, ich muss das jetzt hier gerade mal loswerden. Ich habe heute einen Zeitungsartikel gelesen in der Zeit, wo der außenpolitische Sprecher von der FDP, ist mir gerade sein Name entfallen. Die waren ferngesteuert, Lambsdorff. Ja. Lambsdorff, ja, Dankeschön. Sagt, wenn man jetzt nächste Woche auf die Ostermärsche geht, macht man sich zur 5. Bataillon von Putin. Also ich muss sagen, also dann hat sich doch etwas, hat sich ja was gedreht, oder? Also dann, wenn man jetzt für den Frieden einsteht, ist man jetzt ein Teil des Krieges? Ist man Teil des Aggressors? Naja, da geht es schon um so eine spezielle politische Situation. Ne? Da geht es schon auch um den Aufruf zum Ostermarsch, der im Grunde sagt, die NATO sollte abrüsten, was im Moment tatsächlich vielleicht nicht das aussichtsreichste Unterfangen ist und was im Moment auch schwer zu begründen ist, es gibt eine kriegerische Auseinandersetzung mit einem Gegner, der sich verpuppt hat in schwer psychotische Vorstellungen und der einen Völkermord angekündigt hat und dabei ist, ihn ins Werk zu setzen. Und es ist dann vielleicht nicht der richtige Augenblick, um auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir machen uns wehrlos. Weil das ja auch bedeutet, dass man in einem weiteren Prozess des Krieges überhaupt keine Mittel hätte, anderen beizustehen. Also insofern konnte ich der Analyse folgen, was nicht bedeutet, dass vielleicht ist es das, was das Heikle bei diesem Thema ausmacht. Sie werden wahrscheinlich niemanden finden, noch nicht mal in der Vorstandsetage von Heckler und Koch, der sagen würde, ich bin nicht für Frieden. Mhm. Und die Frage ist aber doch dann, über welche Art von Frieden reden wir und wie setzt man ihn ins Werk und welche Organisationsformen haben die beste Aussicht. Und ich muss sagen, dass mir bei der berühmten Bundestagsdebatte mit der Zeitenwende wirklich sehr merkwürdig zumute war. Also ich hatte schon den Eindruck, da knallen jetzt die Korken bei der Rüstungsindustrie und es hatte irgend sowas von 100 Milliarden, warum nicht? So, es war so eine Casino-Stimmung auf einmal im Raum, die was wirklich Überwältigendes hatte. Und ich glaube, es hatte auch etwas Entlastendes, dass da jetzt ein deutscher Kanzler ausgerechnet von der Sozialdemokratie hingeht und sagt, und jetzt ermächtigen wir uns und jetzt geht's los hier. Das hatte, glaube ich, eine starke Entlastungsfunktion, die hieß, wir brauchen jetzt über früher gar nicht mehr zu reden und also über unsere merkwürdige Russlandpolitik, die eben dieses ganze Appeasement jetzt seit 2014 durchgezogen hat für Nord Stream, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die dieses Wandel durch Handel hochgehalten hat und nicht hingeguckt hat, was passiert ist. Das war damit quasi wie kassiert. Das ist der eine Effekt, den ich da gesehen habe. Der zweite war, dass man sich im Grunde aus einer Ohnmacht in so eine fiktive Handlungsposition reinbegibt und zwar durch so einen Sprung, also von wir können gar nichts machen aus jetzt 100 Milliarden auf den Tisch. Und die,
Die dritte Sache, die mich extrem verstört hat, war, wieso reden wir eigentlich darüber, dass in eine wirklich komplett, also das sagen ja alle, die damit zu tun haben, dysfunktionale Bundeswehr, irgendwie 100 Milliarden Euro, wozu? Also das Geld steckt man oben rein, es kommt unten irgendwo wieder raus, aber bestimmt nicht da, wo es sein sollte. Und wieso reden wir nicht über eine europäische Verteidigung, wenn überhaupt, und über eine europäische Armee, die andere, also wieso reden wir jetzt über nationale Verteidigung? Das ist ja ein Framing, was überhaupt nicht passt zur Situation. Deutschland wird sich nicht allein verteidigen, kann sich nicht allein verteidigen, es ist politisch nicht sinnvoll. Also das heißt, das war hoch irrational. Mhm. Ja, also ich glaube, dass wir, also ich finde das spannend, weil ich glaube, also in einer Analyse des Notwendigen kann man ja zu so einem Punkt kommen. Aber ich glaube, dass wir doch irgendwie den Frieden als utopischen Horizont wenigstens, also der muss doch irgendwie irgendwo immer mitschwingen. Und auch eine Überlegung, wie man von Punkt A zu Punkt B kommt. Ja. Und ich glaube, das fehlt mir gerade. Also wo sind denn die Überlegungen, wie wir das Ganze irgendwie deeskalieren und irgendwie wieder in einen Zustand überführen, der Frieden erschaffen kann oder zumindest irgendwelche Grundlagen dafür bereitstellt. Und also die Aufrüstung alleine kann es jetzt ja nicht sein. Also was ich nicht sehe und was eigentlich nach diesem, ich glaube im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Paragraphen 1325 festgelegt wurde, war, dass Frauen bei Friedens- und Konfliktgesprächen repräsentiert sein sollen. Und zwar, weil man festgestellt hat, dass alle Friedensschlüsse, bei denen Frauen mitgesprochen haben, haltbarer sind. Weil sie nicht nur die Hälfte der Bevölkerung vertreten, sondern auch die andere Perspektive. Also wenn kriegsführende Parteien sich gegenüber sitzen und versuchen, einen Frieden zu verhandeln oder einen vorübergehenden Waffenstillstand, dann wird die zivile Perspektive vielleicht mitverhandelt, aber sie ist nicht repräsentiert, ist das eine. Und das zweite ist, man hat es ja jetzt auch mit Bildern zu tun, wie in so einer Zeitmaschine. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das sozusagen, da treten jetzt solche martialischen Gestalten auf und das, was Zelensky vielleicht im Moment so unfassbar sympathisch macht, ist, dass er sich eine gewisse Zivilität des Umgangs und der Sprache erhalten konnte, was ich absolut erstaunlich finde. Ich weiß nicht, ob Sie heute, hat er wieder ein Video losgeschickt, da hat er sich, hat er wirklich die seelische Kraft gehabt, ich kann es gar nicht anders sagen, sich mit Spirit und Spott mit Putin auseinanderzusetzen. Und man hatte das Gefühl, da spricht jetzt immer noch keine traumatisierte Kriegsmaschine, sondern immer noch ein ganzer Mensch, der quasi seelisch noch durchblutet ist, und zwar in allen Fasern. Und das ist extrem erstaunlich. Aber dass zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, einen Frieden vorzubereiten, würde bedeuten, diese Neuerungen zu berücksichtigen, zu sagen, es müssen Frauen und zivile Kriegsparteien an diesen Tisch. Und darüber hinaus, finde ich, müsste man, das geht mir wahrscheinlich nicht alleine so, tatsächlich über eine neue Nachkriegsordnung nachdenken, beziehungsweise natürlich wird darüber längst nachgedacht. Also als Zivilist hat man ja diesen Horizont zu sagen, erstmal sollen die Waffen schweigen und dann sieht man weiter, aber so geht es natürlich so historisch nie, sondern die Waffen schweigen und zack, ist die neue Ordnung da. Und dass diese Ordnung, die wir jetzt haben, sich nicht bewährt hat, ist offensichtlich. Also bezogen auf den großen Horizont, wie kann Friedenssicherung verlaufen? So wie die Welt jetzt sortiert ist, hat es nicht geklappt. Das ist ja auch eine Niederlage für diese auf Wirtschaftsbeziehungen basierende Idee, dass wir einfach die Nationen so wirtschaftlich verzahnen, dass sie sich gar nicht mehr angreifen wollen, weil sie sich wie selber angreifen würden. Es gibt zumindest nicht diesen Automatismus, weil es eben noch andere Faktoren gibt, die wir nicht berücksichtigt haben. Und ich glaube, man muss vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen.
treten und sagen, jeder, der über Frieden und Krieg nachdenkt, tut das ja mit einem eher innewohnenden, vielleicht gar nicht so reflektierten Begriff dessen, was Menschen ausmacht, wer Menschen sind. Und das etwas schematisch gesagt humanistische Menschenbild geht davon aus, wenn man Heranwachsenden kein Leid antut, dann werden sie friedliche Menschen. Und das eher von der Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie kommende und auch leider erfahrungsgesättigte Menschenbild geht davon aus, dass Destruktivität zum menschlichen Handeln und zum Sozialen dazugehört, dass man es immer zivilisieren kann und muss, aber dass das eine ständige Arbeit ist. Und die Idee von Handel durch Wandel, Wandel durch Handel, ist eine hochrationale Idee. Die setzt eigentlich voraus, dass man immer nach seinen bewussten Interessen handelt. Und wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist. Weder im Privatleben noch gesellschaftlich handeln wir rational, dann sähen die Gesellschaften anders aus und dann würden wir bei all den Erkenntnissen, die wir haben, unsere Gesellschaften anders gestalten. Mhm. Wir handeln nicht in unserem Interesse notwendigerweise. Und das, was jetzt passiert, ist ja so verstörend, weil es ganz offensichtlich irrational ist. Es gibt für Russland nichts zu gewinnen als Angriffspartei, außer einen wahnwitzigen Imperiumsplan zu verfolgen, der zum Scheitern verurteilt ist. Mhm. Ich glaube, unsere Gesellschaften anders zu organisieren, ist so ein bisschen die Frage, auch Sie haben in dem SRF-Gespräch, hatten Sie ja auch Kants Idee des ewigen Friedens als regulative Idee angesprochen. Und ich wollte wirklich, irgendwie habe ich gehofft, dass wir darauf zu sprechen kommen, weil ich gehofft habe, dass Sie uns vielleicht ein bisschen mitnehmen. Was ziehen Sie aus dieser Idee heute noch? Also ein bisschen die Frage, was können wir von dieser Idee heute noch lernen? Ich glaube, das ist eine regulative Idee, die uns allen innewohnt und die wir trotzdem jeweils genauer gestalten müssen und dass die Rechenschaftspflicht, die wir als nicht unmittelbar Beteiligte eher darin liegt, einerseits sich als Zuschauer nicht regressiv in bestimmte Gefühlslagen zu begeben, die heißen, ich muss jetzt sofort was tun, ich identifiziere mich entweder mit dem Angreifer oder mit dem Opfer und ziehe daraus kurze politische Schlüsse. Das ist so die eine, glaube ich, Individualverantwortung, die man so hat. Und die andere wäre tatsächlich diese regulative Idee, die muss ja institutionell durchbuchstabiert werden. Und da bin ich überhaupt keine Expertin, aber wir sehen, dass so wie der Sicherheitsrat zum Beispiel operiert, ist es nicht funktional. Mhm. Ja. Und da muss man einfach das neu gestalten. Ja, ich glaube, das ist nämlich die Idee, wo ich, das ist die Stelle, wo ich so ein bisschen an meine Grenzen komme, weil ich wie mir überlege, okay, institutionell durchbuchstabieren, fair enough, so gute Idee. Aber ich glaube, dass es ja dann doch einen Zusammenhang gibt zwischen, wie wir zwischenmenschliches Leben denken, zwischenmenschliches Handeln organisieren, wie wir das institutionell absichern, dass das dann irgendwie auch ein Aggregat ist, wie wir zwischenstaatliche Institutionen denken und organisieren. Und ich glaube, dann würde für mich bedeuten, okay, eine pazifistische Grundhaltung, die muss man dann wieder zurückholen, auch in den Zustand des Friedens, also auch in den Zustand des Nichtkrieges, und muss sich fragen, okay, wie stellen wir zwischenmenschliches Leben, wie organisieren wir das auch institutionell, dass wir irgendwie in eine Kultur, die diese regulative Idee mit berücksichtigt, irgendwie dauerhaft positiv besetzt. Also Sie haben vorher gesagt, Krieg ist was Prozesshaftes, dann muss Pazifismus vielleicht halt auch wirklich was Prozesshaftes sein und braucht einfach tägliche Pflege. Ja, und ich glaube, ein Anfang könnte sein, dass wir uns klar machen, dass Europa ein kriegerischer Kontinent ist und nicht der Hort des Friedens, für den wir es halten, und dass die Aufklärung nicht die einzige Idee vom Menschen ist, die zu humanen Ergebnissen führt, dass es viele, viele kleine Gesellschaften auf der Welt gibt, die ihren Frieden besser organisieren. Die sind unter Umständen in anderen Komplexitäten. Costa Rica hat die Armee abgeschafft und lebt immer noch, und zwar nicht schlecht. So. Dass
Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre von dem, finde ich, schon eurozentristischen Hochmut, den wir in uns haben und der uns jeden Tag aufs Neue bestätigt wird, erst recht hier, finde ich, also nicht der Hochmut, aber eben die Qualität des Lebens, die, glaube ich, doch unwillkürlich die Botschaft sendet, wir haben alles richtig gemacht. Und als Kontinent der Aufklärung hat Europa keine gute, friedliche Rolle gespielt bisher. Das heißt, da fehlt Entschiedenes, was man vielleicht von anderen lernen kann. Und das ist jetzt, Sie wollen sehr, sehr utopisch gedacht, aber man darf es ja mal sagen, ich glaube, dass die NATO als Idee eines Verteidigungsbündnisses eben keine Sicherheitsarchitektur darstellt, sondern eigentlich eine Organisation ist, die sagt, wir richten uns auf den Krieg ein, indem wir unsere militärische Stärke so groß gestalten, dass uns niemand angreift. Erstens ist es im atomaren Zeitalter, wie wir jetzt sehen, nicht mehr der Fall. Es sind entsprechende Bemerkungen von Putin gekommen, dass Warschau im sozusagen binnen eines Atemzuges ausgelöscht werden kann. Das ist das eine, also es funktioniert nicht. Aber die Idee als solche ist auch die Idee, dass Bündnispartner sich zusammentun und dann, wenn einem was passiert, die anderen überlegen können, ob sie in das Bündnis also eintreten oder nicht. Die Bundesrepublik hat das ja auch einmal getan und zweimal nicht getan, in Libyen nicht und im Irak nicht. Und eine mögliche Friedensordnung könnte doch auch darin bestehen, dass man sagt, wir steigen jetzt von unserem hohen europäischen Ross runter und sagen, alle Staaten dieser Welt, die sich darauf verpflichten, die jetzigen Grenzen zu akzeptieren, zu respektieren, werden unabhängig von ihrer ideologischen Ausrichtung und ihrer innerstaatlichen Verfasstheit und der Frage, auf welchem Kontinent sie sind und ob sie muslimisch sind oder christlich oder hinduistisch, könnten sich zusammentun und sagen, wir bilden eine Sicherheitsgemeinschaft. Ich fände das ein attraktives Konzept. Ich weiß nicht, warum man, so wie die NATO, Hürden aufbauen muss, die heißen, du musst diese und jene Bedingungen auch noch erfüllen. Also wenn es nur darum geht, den Pazifismus im äußeren Sinne, im Sinne von Staaten führen, nicht gegeneinander Krieg, zu führen, meine ich, müsste es jetzt erfolgversprechendere Konzepte geben als die wir jetzt haben. Weil sie jetzt gescheitert sind sozusagen. Weil sie gescheitert sind, ja. Und weil sie auch historisch aus einer Situation entstanden sind, aus der Ergriffenheit des Zweiten Weltkriegs, aber auch natürlich aus der Situation eines Kalten Krieges heraus, der hieß, der Feind steht im Osten und der Westen tut sich zusammen und sagt, wir stehen uns bei. Jetzt bleiben für mich irgendwie trotzdem diese Fragen stehen irgendwie. Also ich glaube, jetzt haben wir diese Situation und jetzt haben wir diese Fragen, okay, greift man da jetzt ein, liefert man da jetzt Waffen? Und es ist ja schon, ich hänge mich einfach immer wieder daran auf, dass sozusagen gewisse Grundpositionen einfach umgedreht werden. Also wenn die Grünen als aufgestellte klassische traditionelle Friedenspartei die Forderung nach schweren Waffen, auch übrigens eine spannende Unterscheidung mit diesen Verteidigungswaffen und Angriffswaffen. Also ich weiß nicht, ich bin kein Militärexperte, aber ich finde es irgendwie auch ein spannendes Bild, dass dort diese Differenzen aufgemacht werden. Dass wir eigentlich wieder dahin kommen, dass wir in so ein Pfaddenken reinkommen, wo diese regulative Idee eines Friedens eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Also es geht dann nur noch, wir verfangen uns dann irgendwie so in so ein, ja, so viel Waffen, ja, nein. Aber es ist wie keine dritte Position, keine neutrale Position, die wie eigentlich einmal das ablehnt und sagt, nein, nichts davon, oder? Also ich glaube... Ja, logisch gibt es die nicht. Also man kann sagen, wenn jemand, das wäre ein Beispiel für strukturelle Gewalt, wenn jemand quasi Entweder-Oder-Situationen produziert. Wir kennen das ja auch aus dem Privatbereich. Also man fühlt sich sofort bedrängt, wenn in einem Gespräch jemand sagt, ja, wenn du das nicht, dann musst du das. Und sofort spürt man, da ist eine Aggression drin in dieser Engführung, weil es keinen Platz lässt für eine dritte Position. Das
Und es muss diese Position logisch und theoretisch geben, dass man sagt, dies nicht und das nicht und möglicherweise ein drittes auch nicht. So. Die muss man sich aber auch natürlich quasi geopolitisch leisten können. So. Ich glaube, dass diese Rumdruckserei im Moment, was die Bundesrepublik betrifft, nur dazu kann ich etwas sagen, eigentlich das das Unerlöste, was Deutschland mit der eigenen Armee verbindet, fortsetzt. Es gibt keinen Grund für diese Laviererei, außer ein Ambivalenzkonflikt, der heißt, wir wollen eigentlich nicht, wir müssten aber irgendwie und wir wollen auf gar keinen Fall als Kriegspartei dastehen. Und ich glaube, da geht es nicht nur um eine strategische Frage, sondern eine Frage des Selbstbildes. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund dafür, dass die Bundeswehr so dysfunktional ist, wie sie ist, ist dieser unaufgelöste Konflikt, den die Bundesrepublik mit ihrem eigenen Selbstverständnis hat. Sie möchte im Grunde genommen eigentlich doch lieber die Schweiz plus Autoindustrie sein. Und das geht aber nicht innerhalb der NATO. Und so kommen diese verdrucksten Manöver, die gleichzeitig nicht Manöver sind, glaube ich, zustande. Aber ist es nicht schon auch eine strategische Frage, dass man sich überlegen, also dass sie unter einem Rechtfertigungsdruck steht, aufzuzeigen, warum ein Einschreiten oder ein Eingreifen jetzt dazu führen sollte, dass die Situation sich elementar verbessert? Na gut, es ist, glaube ich, die Eigenschaft dieser Gespräche über Krieg ist schon immer die, dass alle, die darüber reden und kein Expertenwissen haben, so wie wir beide auch, sich darüber klar sind, dass es was tief Unzulängliches hat, wie wir sprechen. Und gleichzeitig ist es staatsbürgerlich gar nicht anders möglich. Also das heißt, wir sind auf Anhieb dümmer, als wir normalerweise sind, weil wir viele Informationen nicht haben. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, habe aber zumindest die Frage, ob das Habecksche Manöver zu sagen, wir wollen auf gar keinen Fall die Gaslieferungen stoppen, vielleicht damit zu tun hat, dass man sich auf eine ernstere Situation vorbereitet und sagt, wir müssen quasi jetzt ein bisschen Speck ansammeln, weil danach wird es ganz fürchterlich. Und ich glaube, es gehört zum Wesen der demokratischen Politik dazu, dass man zwar Transparenz für die Vergangenheit fordern kann, aber nie für die Zukunft und nicht für die Gegenwart. Das heißt, es wäre eigentlich auch logisch, dass die Bundesregierung nicht alles sagt, was sie denkt und was unter Umständen dieses Lavieren gerade begründet, was die Wirtschaftssanktionen betrifft. Aber das Lavieren mit den Waffen kann ich nicht nachvollziehen, weil es gibt eine Situation, die sich rapide hin zum Völkermord entwickelt. Und es hat in Jugoslawien die Situation gegeben, dass die NATO und Westeuropa eigentlich sich darauf beschränkt hat, sehr lange Zeit die Leichen zu zählen und die Kriegsverbrechen dokumentarisch festzuhalten und die angekündigten Massaker und Genozide nicht militärisch eingehegt hat. Und ich muss sagen, dass ich eine Wiederholung dessen entsetzlich finde und auch nicht begründbar bei einem Staat, der in diesem Bündnis und ist, in dem die Bundesrepublik ist und in dieser Situation. Ja, jetzt würde ich noch mal kurz den Schritt zurückgehen in unsere Breitengrade und einfach noch mal fragen, wie könnte denn eine Pflege eines friedlichen Miteinanders, haben Sie eine Idee? Also wie könnten wir dieses Prozesshafte des friedlichen Miteinanders, also Sie haben schon ein paar Punkte genannt, aber können wir noch mal ein paar Gedanken sammeln, wie so eine Pflege des täglichen friedlichen Miteinanders aussehen könnte? Naja, man weiß eigentlich jetzt seit 100 Jahren, was die ersten Kindheitsjahre bedeuten und dass die
Überforderungen, die da angelegt sind, nicht wieder gut zu machen sind. Man kann die sozusagen verwalten als erwachsener Mensch. Man kann die Löcher in der Seele nicht mehr stopfen. Es sind, habe ich gestern gelesen, 3/4 aller ukrainischen Kinder derzeit auf der Flucht. Das bedeutet, es gibt Serien von traumatisierenden Situationen, die sich auswirken. Es wird nicht lange dauern, da wird es eine Alice Miller-artige Studie über Putin geben, der selbst ein Kind aus, man kann sagen, faschistoid verwahrlosten Familienverhältnissen war. Das bedeutet nicht, dass alle Kinder, die das erleben, zu Unholden werden, aber das bedeutet, dass es ist quasi fast schon eine Conditio sine qua non. Also ein Mensch, der einigermaßen heil aufwächst in seiner Kindheit und der nicht auf permanent auf Abspaltungen zwischen Gut und Böse angewiesen ist, was zu einer funktionierenden Soldatenmatrix dazugehört, dass man sich quasi akut entmenschlicht und den anderen nicht mehr als Person und als Menschen begreift, sondern als zu vernichtendes Insekt, als Schädling. Sie kennen diese Vokabeln. Das beruht auf Dauer gestellt auf Voraussetzungen, die werden tatsächlich in den ersten Jahren gelegt. Und ich kann nur sagen, ich finde es nach wie vor ein Skandal, wie wir dieses Wissen über die Psyche, was wir haben, geringschätzen und wie wenig Wert darauf gelegt wird, Kinder heil zu groß werden zu lassen. Das ist ein, finde ich, wichtiges Moment der Friedenspflege. Und das Zweite ist, dass man auch weiß durch umfangreiche Studien der UN und ganz vieler Organisationen, dass Gesellschaften, die Männer privilegieren, für beide Geschlechter oder sagen wir alle Geschlechter von Nachteil sind, während Gesellschaften, die sehr stark Frauen privilegieren im Sinne von Bildung oder sie privilegieren heißt, sie gleichberechtigt werden lassen, dass davon wiederum die ganze Gesellschaft profitiert. Und auch das ist der zweite Grundsatz, den wir eigentlich, obwohl wir es wissen, nicht hinlänglich berücksichtigen. Mhm. Vielen Dank. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Die letzte Frage bei U-Politics ist immer thematisch komplett gleich. Sie ist jetzt ein ganz anderes Thema. Sie wird jedem Gast gestellt, der hier auf dem Podium sitzt. Ich möchte, dass Sie sich kurz vorstellen, dass Sie 10 Millionen Schweizer Franken haben und sich überlegen, was Sie damit machen möchten oder machen würden. Wirklich? Ja. Das fragt ihr die Leute? Ja. Müsste man eigentlich darauf eingestellt sein, wenn man in die Schweiz kommt. Ich meine, ich habe ein. Ich kann Ihnen kurz erklären, warum das gefragt wird. Dann können Sie kurz, haben Sie kurz Zeit nachzudenken. Es wird mir nichts einfallen. Ich habe kein libidinöses Verhältnis zu Geld. So wenig, dass ich. Aber gut, sagen Sie. Das ist der Kaufpreis dieses Hauses. Ah, okay. Aber das ist doch gut angelegtes Geld gewesen, oder? Also, ja. Kommt darauf an, wie man Anlage definiert. Ja. Aber. Ja. Ich glaube, ich würde es in etwas experimentell Soziales stecken. Wie könnte das aussehen? Ich habe tatsächlich über diese Spaltungsprozesse und Berührungsprozesse nachgedacht. Und ich glaube, dass das Moment des Haptischen, was in unserer Gesellschaft ja sehr stark zurückgedrängt ist, es ist übrigens der einzige Sinn, der erhalten bleibt bis ins hohe Alter, ist der Tastsinn. Das ist der einzige Sinn, bei dem wir keinerlei Verschleißerscheinungen haben. Und ich glaube, ich würde das in die Forschung des Tastsinns stecken und was es eigentlich bedeutet, wenn Menschen auf eine gute Weise angefasst werden und was das mit der Psyche macht. Vielen Dank. Gibt es Fragen oder Anregungen aus dem Publikum, dann könnten wir die gerne jetzt einführen oder wir gehen runter ins Kaffeehaus und führen das Gespräch dort weiter. Eine Frage. Nach meinem Wissen führen vorwiegend Männer Krieg und nach auch nach meinem Wissen gibt es in allen Kriegen massenhaft Vergewaltigung.
Ist das ein nebensächliches Randphänomen oder liegt da mehr dran? Nee, das ist zumindest in den modernen Kriegen leider kein Kollateralschaden, sondern oft Kriegstaktik. Das war in Jugoslawien, hat das eine große Rolle gespielt, weil das Moment der Entehrung und das war aber auch im Zweiten Weltkrieg so. Damit soll die Gesellschaft von innen heraus zerstört werden. Die Generationenfolge soll gestört werden durch die Kinder, die der Feind dagelassen hat. So, das ist natürlich ein elementares Element von Krieg. Und bedauerlicherweise gilt es aber für andere friedenswahrende Maßnahmen genauso. Also überall da, wo UN-Truppen, Friedenstruppen stationiert sind, entwickelt sich sozusagen am Heldenkörper eine Gürtelrose aus Prostitution und Korruption. Das bringt es einfach mit sich, weil es kommt viel Geld rein, es kommt viel Material in so eine Gesellschaft und die Armee ist, wie wir wissen, dann auch vor allen Dingen, weil diese westlichen Körper so kostbar sind, weil es immer einzelne Söhne sind und weil unser aller Leben so unendlich wertvoll geworden ist, sind die westlichen Armeen vor allen Dingen ja damit beschäftigt, sich selbst zu schützen und auf sich selber aufzupassen und haben sehr, sehr wenig Kontakt mit der Bevölkerung. Auch das ist etwas, was durch gemischte Armeen, wo Frauen unmittelbar beteiligt sind, etwas, was sich sofort verändert. Aber Sie haben ganz recht. Also ich glaube, eine ganz, ganz wesentliche Studie dazu ist von Klaus Teweleit geschrieben worden, Ende der 70er Jahre. Die heißt Männerfantasien. Und Teweleit ist eigentlich Literaturwissenschaftler, aber eben hat auch, glaube ich, eine analytische Ausbildung. Und der ist der Frage nachgegangen, welche Art von Gewalt diese Männer im Ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik, im Zweiten Weltkrieg, in der Roten Armee, welche Art von Gewalt das war, diese rein männliche Gewalt, die sich einer normalerweise als weiblich gedachten Nation, die es zu unterwerfen gilt, wie sich das gegenseitig bedingt. Das ist ein ganz elementarer Punkt. Würden Sie daraus den Schluss ziehen, dass in der Friedensdiskussion auch unser Umgang mit Sexualität ein Thema sein muss? Ja. Also sagen wir, ja, also im Sinne von das, wie die Geschlechter miteinander umgehen, ein wesentliches, also das beispielsweise ganz trivial, dass Männer beispielsweise in der russischen Gesellschaft 13 Jahre früher sterben als Frauen, zeigt, dass die Tatsache, dass sie mehr Macht haben und mehr Gewalt ausüben, ihnen nicht nutzt, sondern schadet, die sogenannte toxische Männlichkeit. Und dass es aber biologisch nicht so sein muss, zeigt sich daran, dass bei männlichen und weiblichen Mönchen, sagen wir bei Mönchen und Nonnen, ist die Lebenserwartung praktisch dieselbe. Das heißt, die männliche Lebensweise an sich schadet Männern und sie unterdrückt natürlich Frauen. Aber das Toxin ist vielleicht weniger die Männlichkeit als Wodka. Bitte? Das Toxin ist vielleicht weniger die Männlichkeit als Wodka. Ja, aber das gehört ja zum Bild des Mannes dazu. Ja. Also trinken können, sich schlagen können, Frauen und Kinder bedrohen können oder in Schach halten können, was immer das bedeutet, und Krieg zu führen. Klar, das ist ja das ganze Paket. Es muss auch nicht immer Krieg sein. Ich weiß von einem afrikanischen Staat, dass die Jugendorganisation von der herrschenden Partei durch die Straßen gelaufen ist und Lieder gesungen hat, sie werde jetzt die Frauen der anderen Partei vergewaltigen, damit richtige Parteigänger auf die Welt kommen. Also in einem Land, das nicht von Krieg besucht hat. Das ist einfach ein Ausdruck der Missachtung der Würde der anderen Partei. Ja. Das ist eine allgemeine Regel. Wir können als Menschen stolz sein.
Naja gut, und die Frau wird natürlich da als das Objekt betrachtet oder als Beute, mit der man so und so verfährt, damit man dann diesen und jenen Effekt erzielt. Ja. Ja, also ich finde es nur interessant, weil wir Europäer uns allgemein, jetzt auch von einer europäischen Sichtweise gekommen, wir empfinden uns oft als superior, also besser gestellt als viele andere Länder der Welt. Und ich finde es bei diesem Ukraine-Konflikt sehr interessant, weil er auf unserem Kontinent oder im übernächsten Nachbarland sozusagen basiert. Wir aber in den letzten, also nach den beiden Weltkriegen, sehr, sehr viele Kriege gesehen haben, die auch nicht besonders weit weg sind, Syrien, Afghanistan und so weiter. Die nicht, Jugoslawien wäre auch noch einer, wo wir auch beteiligt waren. Und ich finde es so interessant, dass wir jetzt sozusagen diese Moralkarte so sehr ziehen, wobei wir uns aus meiner Perspektive viel früher diese Frage hätten stellen können, diese moralische Perspektive einnehmen können. Und das finde ich sehr, sehr verwerflich. Also gewissermaßen auch heuchlerisch, sozusagen. Ja, aber heuchlerisch würde ja eine Absicht voraussetzen, oder? Heuchlerisch würde doch bedeuten, jetzt sehen wir etwas, was wir vorher auch schon gesehen haben. Meinen Sie? Ja, aber ich glaube, für das Nicht-Hinschauen gab es Gründe und die Gründe muss man sich angucken. Also bei dem Wort heucheln, da wäre ich jetzt nicht so dabei, weil ich glaube, es gibt Versäumnisse. Und ich glaube, es ist interessant zu gucken, was sind das für Versäumnisse. Also meine, wenn man so will, eher private Theorie ist oder Annahme ist, dass der Balkan zum Beispiel ist eine Region, die in Westeuropa immer schon als im Grunde unverständlich, chaotisch, Krieg so. Es war das Narrativ, zumindest in der Bundesrepublik, war, ja, mein Gott, das versteht man sowieso nicht, wer da gegen wen und das ist alles so. Ja. Und die heißen alle Bitch am Ende, das kann sich doch kein Mensch merken. Da ist eine große Verachtung drin gewesen. So. Mit der Ukraine ist es so, dass Deutschland da natürlich doppelt verstrickt ist quasi. Also es gehört zu den Bloodlands, es ist doppelt verheert. Einerseits durch die Deutschen und dann sozusagen durch die Russen. Das ist quasi wie so doppelt kodiert, während ich glaube, dass Russland im Grunde für Deutschland immer der Wahlpartner im Geiste war, weil es ein großes Reich ist und weil es einen selbst aufwertet, wenn man mit einem großen Reich auf gutem Fuße steht. Das heißt, die ganzen Länder dazwischen war wirklich nicht so interessant. Also das halte ich für so eine Art implizites Imperialgehabe, dass man immer sagt, unsere Spezialbeziehung zu Russland. Und da war die Ukraine im Grunde Verwaltungsmasse, irgendwas dazwischen. Und es gab ja auch eine große Bereitschaft zu sagen, naja, die Krim war kulturell immer russisch, was stimmt, ja, sollen sie es doch haben. So ein bisschen wie ja, Helgoland oder so. Ja. Also das heißt, wer nicht Russe ist, aber im Osten wohnt, wird zumindest, das kann ich sagen, aus deutscher Perspektive als zu vernachlässigende Spezies betrachtet. Glaube ich, nicht bewusst, natürlich nicht offen, aber im Umgang merkt man das. Und wenn Sie an, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich kann sagen, in Deutschland sind die meisten, die Auslandsredaktionen sind im Regelfall besetzt mit Leuten, die eine solide Westbindung haben. Die haben in Washington ein Stipendium gehabt, die haben in Florenz studiert oder in London oder in Paris. Die sprechen diese Sprachen, da spricht kein Mensch Serbo-Kroatisch oder Moldawisch oder Bulgarisch oder so. Es gibt wenig Interesse für diese Länder und das hat was mit einer impliziten Geringschätzung zu tun. Und die bezieht sich nicht auf Russland. Russland war immer anders eingehängt. Und ich glaube, das hat viel in den letzten 30 Jahren eingefärbt. Es tut mir leid für schlechte Deutsch. Ich bin nicht aus hier. Ich bin aus Ukraine gekommen und ich spreche Russisch und Ukrainisch einfach. Aber ich habe drei Gedanken über den Pazifismus und ich würde das aussagen und wenn ich recht habe,
Wenn sie bestätigen, man nicht, dann geht man in etwas anderes. Ich habe das Gefühl, dass es gibt drei Gründe, welche gegen Pazifismus wirken. Und erste, was ich sehe, dass nicht nur in wenig Interesse zu zwischen Ländern, aber wenig Interesse zu Menschen, zwischen Mensch zu Mensch. Und durch ganze diese Lockdown-Geschichte und sozialer Abstand und weniger Kommunikation, persönliche Kommunikation, das geworden schlechter. Und zum Beispiel jetzt sehe ich auch diese Probleme, dass viele Soldaten, welche in Ukraine aus Russland gekommen, das sind Soldaten von Regionen, wo wirklich zu welchen hat kein Interesse, nie Moskwa, nie St. Petersburg, nie Europa. Ja? Das ist wirklich ein Moment, wo Menschen nicht treffen, persönlich einander. Gleich, ich kann sehen, hier, wenn Asyl kommen, es ist überall in ganzer Welt und das ist wirklich sehr wenig Interesse von schweizerischen Leuten zu ukrainischen Leuten oder afrikanischen Leuten, Eritrea, Syrien, das ist überall gleich. Und diese Interesse zwischen Kulturen, das ist ganz wenig. Zweiter Grund, welchen ich sehe, das ist Kulturgrund sozusagen. Und dieser Unterschied zwischen Ausbildung, weil in Russland die ganze Ausbildung ist total kontrolliert von Staat und das bringt diese Gewalt, das bringt diese Macht und alle, nicht nur toxische Männlichkeit, aber toxische Menschlichkeit, würde ich sagen. Denn Menschen hassen einander nur für Spaß sozusagen. So, diese Ausbildungsprobleme sehe ich als große Probleme, welche, ich würde sagen, auch könnte früher wirken von Europa. Menschen können gehen früher, jetzt schon in Russland und nicht abschnitten, aber gehen und ausbildeten dort nächste Generation, weil nach diesem Krieg in 10 Jahren, 30 Jahren kommt neuer rein, wenn wir nicht aufwachen. Und dritter Grund, welchen ich sehe, das ist wirtschaftliche Grund natürlich. Weil sehr viele Kooperationen von westlichen Ländern wie Monsanto und Syngenta, sie hat große, riesige Interesse für arme Ukrainer, dass Menschen in Ukraine arme geworden, weil durch diese Armut Bodenmarkt geöffnet wird. Und dann sie können auch kaufen, wenn ich richtig Wörter nutze, einkaufen Boden in Ukraine. Und das ist fruchtbare Boden, wie wir alle wissen. Und dieses Sinn, ich würde sagen, dass wenn Menschen hier nicht Interesse zu jedem konkreten Menschen haben, nicht Ausbildung machen, egal ob wir hier einladen, russische Menschen, ukrainische Menschen, afrikanische Menschen von ganzer Welt, oder wir gehen dort ausbilden, machen, ohne dass wir den neuen kriegen immer. Und dritte, wir müssen mehr beachten, eigene Kooperationen hier in dieser Region, weil was macht Syngenta, also Syngenta nicht mehr schweizerische Kampagne, ja, das ist schon verkauft, aber trotzdem, das war wirklich große Gewalt auch und Menschen, die arbeiten in Ukraine, in Russland als Sklaven für Gewinn, welcher kommt in schweizerische Budgete, die sie sehen. Danke. Danke Ihnen. Also ich finde nicht, dass etwas von dem, was Sie sagen, etwas wäre, das ich beurteilen wollte oder könnte als richtig oder falsch. Ich konnte das sehr gut hören, was Sie sagen, und ich würde dem überhaupt nicht widersprechen. Ich würde nur vielleicht hinzufügen wollen, dass Ihr Gefühl der Kontaktlosigkeit damit zu tun haben kann, dass tatsächlich die Weise, wie wir mit Menschen umgehen, die ein Unglück erfahren haben, wenn es nicht nur verwaltet werden soll, das wird es ja in der Gesellschaft und organisiert, sondern wenn es um Kontakt geht, ist der Kontakt für den, dem es gut geht, immer ein Risiko. Und das führt zu, glaube ich, in allen, oder nicht in allen, das kann ich nicht beurteilen, aber in Gesellschaften, wo auf die Individualität sehr viel Wert gelegt wird und darauf, dass man sagen kann, mein Leben gelingt, beruht sehr vieles darauf, auszuschließen, dass es
Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können. Und jeder Mensch, der diese Art von Leid erfahren hat, bringt dieses Selbstbild in Gefahr. Und das bedeutet, dass es, glaube ich, einen sehr schmalen Korridor gibt in den westlichen Gesellschaften für Menschen, die um Hilfe bitten. Einen schmalen Verhaltenskorridor. Es darf nicht zu dramatisch sein, es darf aber auch nicht zu wenig sein. Es muss sozusagen bestimmten Anforderungen genügen. Ich kann als Detail sagen, ich habe, wenn ich aushelfe in Berlin bei einer Flüchtlingsorganisation, dann ist sozusagen die am besten eine gute Sprache finden, obwohl sie die Sprache nicht sprechen, sind Flüchtlinge aus Syrien, die 2015 in die Bundesrepublik gekommen sind, weil die wissen, worum es geht. Und weil die keine Kontaktangst haben vor diesem Schicksal. Und ich erlebe mich da selber als extrem gehemmt zum Beispiel. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist der Versuch einer Erklärung. Das kann ich nicht anfangen, aber vielleicht habe immer die Zeit so eine Umstimmung für die Lage auf der Welt. Und zwar betrifft es eigentlich die neue Generation. Also zum Beispiel mein Sohn, der ist jetzt 20 und der hat 8 Nationen in sich. Und die Klasse, in der er war, da ist kein Kind, das nicht mindestens 2 Nationen in sich trägt. Und ich erlebe ich erlebe diese ganze Gesellschaft, die alle seine Freunde sind, sind auch miteinander Freunde, als auf der einen Seite sehr, wie soll ich sagen, lost. Weiß nicht, wir wissen so, also die sind permanent auf der Suche nach Identitäten und erfinden sich jeden Tag eigentlich neu. Das macht man auch so, aber als Teenie, aber da ist es halt nochmal, finde ich, eine Stufe oder ein paar Stufen höher. Und auf der anderen Seite als sehr aufgeschlossen. Also es gibt keine Tabus, es wird alles angesprochen, es gibt im Freundeskreis sehr viele, die kommen aus Bürgerkriegsregionen. Ich kann nur sagen, dass mir dann das Herz aufgeht. Also wenn die miteinander sprechen, sprechen sie wohl darüber, wo sie herkommen, was es da an Besonderheiten gibt und so weiter. Soweit sie das mit ihren 20 Jahren schon absehen können. Aber ich habe das Gefühl, oder viele sagen einfach, sie scheißen auf Grenzen und Nationen, das ist denen gar nicht wichtig. Und es ist einfach wichtig, miteinander sich auszutauschen und Spaß zu haben. Und klar wird auch der eine oder andere Witz über den, sag ich jetzt mal, etwas dunkler geraten Freund gerissen, aber das relativiert sich, weil alle irgendwelche, sag ich mal, Farben in sich haben und keiner sich ausgeschlossen fühlt. Ich finde, ich kenne mittlerweile ziemlich viele einfach, dieser Mixed-up. People, sage ich das jetzt mal. Und ich setze große Hoffnung auf die. Vielleicht ist es ja ein Hoffnungsschimmer. Ich bin dabei. Mein Sohn ist 19, ich bin dabei. Ja. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. Ihre Worte waren sehr einsinnig. Also, es ist ein Gewinn, Ihnen zuzuhören. Danke. Mich beschäftigt aktuell vielleicht gerade in den Medien, dass der
Premierminister Italiens Mario Draghi bei Verdi die Hand angeraten hat für einen neuen Gasdeal. Das Credo in Italien soll jetzt lauten Zero Russia Gas. Und da kommt einem dann doch irgendwie das Schauen, das über den Rücken läuft, weil das Algerien korrupter und kleptokratischer kann es nichts zu und her gehen. Ne? Ich frage mich, geht Europa den Weg des geringsten Widerstands? Oder macht Europa das, was diese Situation jetzt wirklich bringt? Also ich kann nur sagen, ich habe die Ausführungen von Habeck dazu als wohltuend dialektisch erlebt. Der ist ja so ein bisschen so eine Hamlet-Figur, der sich da so sagt, ich muss aber jetzt handeln. So. Ich glaube, es war Draghi, der diesen Satz gesagt hat, whatever it takes. Und ich glaube, dieser Satz wäre jetzt richtig. Also das ist jetzt, wie Sie merken, aktiver Antipazifismus in diesem Moment, weil ich glaube, wie ich eben sagte, also wenn wir sozusagen wirklich einem neuen Srebrenica entgegengehen, und das ist angekündigt, ja, in mehrfacher Form, dann ist Zeit ein Faktor. So. Und wenn es jetzt darum geht, zu sagen, ob wir jetzt den einen oder den anderen Autokraten sozusagen bedienen, ja, ob jetzt Algerien oder Saudi-Arabien, alles schrecklich, so. Alles schrecklich, klar. Aber andererseits, es muss jetzt gehandelt werden und nicht in 2 Jahren. Und insofern finde ich diese Manöver, wenn sie zu etwas führen, muss ich sagen, richtig. Ich finde eher dieses Verhalten, ne? Und einerseits, andererseits, das am wenigsten richtig. Ich liege bei, also auch mit der Umkehrung der Vorzeichen ist alles okay. Nur das eine möchte ich zu bedenken geben. Also geht dann nicht tatsächlich auch, das war die Rede von der 5. Armee, die Trollarmee Putins, geht nicht die Berechnung Putins tatsächlich auf, wenn wir bedenken, dass nach dem arabischen Frühling in Tunesien und dann anschließend auch Ägypten und Syrien vor allem dann eben ein ziviler Aufstand, der mit friedfertigen Mitteln, zum Teil sogar in Studentenstädten, losgetreten wurde, gegen diese unterdrückerischen Regimes, die dann stellvertretend durch die NATO-Staaten ausgerüstet wurden, um den Befehlshaber von der Macht wegzuputschen. Und jetzt kommt jetzt nicht die lange Retourkutsche. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur das, was jetzt im Moment, also der Zeithorizont und der Handlungshorizont, den wir überblicken, ist ja im Moment sehr klein. Und ich stimme Ihnen in allem zu. Man weiß das nicht, wen man da ausrüstet und was dabei rauskommt. Das ist komplex. Das haben wir nicht in der Hand. Das können wir auch nicht steuern. Aber das, was wir im Moment steuern oder nicht steuern können, aber was wir beeinflussen können, ist der Kriegsverlauf in der Ukraine. Und da kann man sagen, ja, auf lange Sicht, aber auf lange Sicht sind wir alle tot und vor allen Dingen sind die Ukrainer auf mittlere Sicht tot. Also das ist, glaube ich, wirklich die Wahl zwischen Skylla und Charybdis und da wäre ich für Skylla. Oder? Vielleicht nochmal auf den Frieden oder die Idee des Friedens als regulative Idee zurückkommen. Und zwar stellt es nochmal ein bisschen Distanz nehmen zu dieser Thematik, die jetzt gerade sehr bedrückend und sehr aktuell ist. Aber vielleicht einen Versuch starten, längerfristig denkend, eine Lehre auch daraus zu ziehen, welche Reaktion wir im Westen, wenn man so will, als Europa, als Schweiz oder Deutschland, auch auswählt, um auf solche Situationen zu reagieren. Und zwar bin ich immer wieder erstaunt, wie das auch heute Abend diskutiert wird, dass Pazifismus oder die Idee des Pazifismus der Nicht-Gewaltbereitschaft sehr stark auf kriegerische Gesehen reduziert wird und das zum Beispiel nicht auf den Plan kommt. Und vielleicht ist es verständlich vor dem Hintergrund, dass das sehr präsent ist jetzt und Handlungen gefragt sind, aber dass zum Beispiel Wirtschaftssanktionen, vor allem die Konsequenzen daraus,
nicht auch als gewaltvoll betrachtet werden. Das ist doch eigentlich jetzt längerfristig gedacht, unabhängig von der trotzdem Anforderung jetzt. Aber das ist doch eigentlich ein prekäres Zeugnis für eine Gesellschaft, die Wirtschaftssanktionen und je nachdem, wie sie gestaltet sind, eine Prekarisierung eines ganzen Volkes auf das Russische hinnimmt und auswählt als Reaktion auf Gewalt und das dann als pazifistische Möglichkeit darstellt. Müsste man nicht, wenn man an Frieden denkt, als eine ständig strukturierende und zu erhaltende Idee, ein Ideal, auch an das denken, dass man versucht zu ergründen, weshalb wir gerade nur diese Situation, gerade nur diese Lösung, diese Situation zur Verfügung haben. Und müsste man nicht längerfristig auch die Voraussetzungen delegitimieren eigentlich oder versuchen zu verändern, weil was ich mir vorstelle, ist, dass vielleicht ein anderes, drittes pazifistisches Moment oder eine Idee auch daran scheitert, dass eine Demokratisierung, auf die man vielleicht gehofft hat, wir haben diese schon besprochen, Wandel durch Handel zum Beispiel, wirtschaftliche Verflechtung, vielleicht sogar politische Verflechtung, wie das in Deutschland, in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, dass das nicht stattgefunden hat. Würden Sie so weit gehen, auch Pazifismus so zu denken, dass Wirtschaftssanktionen verurteilt werden oder haben Sie da begründete Vorbehalte? Nein, das ist natürlich auch eine Form von Gewalt. Das ist ja selbstverständlich. Also wenn beispielsweise Medikamente nicht mehr ausgeliefert werden, ist das Gewalt. Es gibt natürlich wiederum auch andere Gewalt, die darin besteht, dass jetzt in der Ukraine, was ja die Kornkammer der halben Welt ist, weder gesät noch geerntet werden kann. Dadurch werden Hungersnöte wiederum auch... Und deswegen würde ich... Also ich will Ihnen überhaupt nicht widersprechen, aber ich glaube, dass man innerhalb dieser Zeithorizonte unterschiedliche Kategorien von Argumenten hat und dass es dann vielleicht doch eher bei der einen Sache um eine Frage von Effizienz geht, die heißt whatever it takes, was kann man jetzt tun, um Druck auszuüben, und in der Tat werden dann auch Menschen unter Druck gesetzt, die nichts dafür können, das ist so, aber das ist sozusagen auch, wenn ein Straftäter aus einer Familie rausgenommen wird und ins Gefängnis kommt, dann leidet die Familie auch. Ja? Also es gibt sozusagen Kollateralschwächungen oder Schäden. Aber ich würde Ihnen unbedingt zustimmen und sagen, natürlich ist das eine Form von Gewalt, von struktureller Gewalt, die man nicht als pazifistische Maßnahme etikettieren kann. Vollkommen klar. Ja, aber ich glaube trotzdem nochmal, dass bei diesem ganzen Reden darüber immer die Frage ist, hat man eigentlich das Bild, dass Staaten und Gesellschaften rational nach ihren Interessen agieren oder nicht? Und wenn man sich, glaube ich, von diesem Modell verabschiedet und berücksichtigt, was Retraumatisierungen in Gesellschaften anrichten von Generation zu Generation, und ich stimme Ihnen da vollkommen zu, das ist, glaube ich, die wichtige Friedensarbeit. Man guckt, was passiert danach. Und in der Bundesrepublik hat es vorbildhaft geklappt, weil es eben international ein großes Interesse daran gab, dieses große Land in der Mitte Europas sozusagen zu demilitarisieren, mentalitätsmäßig. Und ich würde sagen, es hat 40, 50, 60 Jahre gedauert und ist dann in dieser irgendwie ambivalenten Haltung mit dieser sich verröchelnden Bundeswehr geendet. Hat gute, hat schlechte Seiten. Aber das sind Prozesse, die gehen über Generationen. Es heißt ja, sie ist bei Tschernobyl und eigentlich ja, müsste es heißen, wenn du den Frieden willst, dann warte nicht, bis der Krieg da ist und nicht und so genau. Ja. Weil den Frieden muss man von langer Hand vorbereiten. Ja. 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 Ja, ich glaube, vielen Dank. War da gerade noch eine Frage? Ja, ich habe. Dann würde ich sagen, letzte Frage. Ja. Ich wollte nur Bezug nehmen auf einen Punkt in Ihrem Gespräch und vorhin. Und der Kollege da hinten zur Algerien-Problematik hat mich wieder aufgescheucht. Und zwar war es die Aussage, dass man in dieser Konfliktsituation in Deutschland, wo es um die Aufrüstung geht,
so locker unsere Millionen da. Millionen. dass es in dieser Situation nicht angeht, dass das schräg in der Landschaft steht, dass man dagegen auftritt. Heißt das nun, dass der Pazifismus im aktuellen Moment ruhig sein soll? Dass er schweigen soll? Und er soll sich nur mit der Vergangenheit oder der Zukunft befassen? Weil es jetzt so schwierig ist, diese Position zu verbreiten und zu verkaufen. Meine richtige Schlussfolgerung, wenn ich mir zu Theorie habe. Ja, dann kommt es darauf an, wie Sie das Gespräch vielleicht jetzt auch empfunden haben. Man kann sagen, ja, ich würde sagen, es ist das falsche rhetorische Manöver, den Pazifisten vorzuwerfen, dass Krieg ist, weil sie haben den Krieg nicht angefangen. Ich würde niemals einen Pazifisten sozusagen in die Ecke stellen und sagen, du siehst ja, dass es nicht klappt. Dafür ist der Pazifist nicht verantwortlich. So, auf der anderen Seite haben wir aber jetzt eine sehr, sehr bedrohliche, also eine schreckliche und bedrohliche Situation, die, das kann man schon sagen, wenn sie länger andauert, auch ihre eigene Dynamik ins immer weiter Schreckliche haben wird. Das ist, glaube ich, auch Pazifisten klar. Der Krieg zivilisiert sich nicht zurück, sondern der Krieg wird eskalieren. Und dann, ja, würde man vielleicht doch sagen, was hätte der Pazifist jetzt beizutragen, außer der persönlichen Stellungnahme, die unter Umständen heißt, ich würde keine Waffe in die Hand nehmen, was ja vollkommen in Ordnung ist, weil es die Reichweite der eigenen Person betrifft erstmal. Aber was wäre jetzt politisch die Karte, die der Pazifismus im Moment ziehen kann? Also jetzt zu sagen, wir übergeben die Schlüssel, wir schweigen ja nicht. Sie schweigen ja, also wir schweigen ja nicht, aber... An Versöhnung ist ja nicht zu denken. Es wird nie einen Frieden geben dort mit Russland und Ukraine. Doch, es wird irgendwann natürlich einen Frieden geben. Ja, aber das geht lange, weil Versöhnung ist da nicht lang gesagt. Es wird nie Frieden. Es gibt einen Waffenstillstand allerhöchstens, aber es wird dort... Es hat sogar Versöhnung gegeben zwischen Frankreich und ja. Deutschland, interessanterweise, merkwürdigerweise zwischen den USA und so. Es gibt sogar Versöhnungsprozesse in Ruanda. Aber das ist eine symbolische Arbeit, die extrem anspruchsvoll und die viel, viel, viel Unterstützung braucht. Aber es gibt keine Bedingungen, wo das nicht sogar in Südafrika, gerade in Südafrika, ist einfach. Ja. Baskenland haben es auch geschafft. Ja, also. Es gibt viele Quellverbindungen zwischen Ukraine und Russen, familiäre Beziehungen und so. Ja. Und grundsätzlich sind die Bevölkerungen nicht aufeinander loszubringen. Ich glaube nicht. Das ist ein Problem bei der russischen Führung. Ich würde sagen, vielen Dank. Jetzt übernimmt die Saalführung. Ja. Wir können einfach runter ins Kaffeehaus gehen und dort können wir das Gespräch weiterführen. Aber ich würde es an dieser Stelle beenden. Vielen Dank.